Auch unseren beiden Piloten, den Hauptmännern Urs Wieser und Reto Seipel. Die sogenannte Kriegsgarbe, eine verlängerte Garbe. Sie können sich entscheiden, entweder die wird aus Richtung Süd stattfinden, aus Richtung Nord stattfinden. Entweder verfolgen Sie das Flugzeug oder die Flugzeuge, oder eben Sie schauen Richtung Süden und sehen da die Felsenziele, in der die Projektile dann einschlagen. Noch wenige Momente. Im Anflug die Nummer 3 und 4 auf die Felsenziele mit der Kriegsgarbe. Ich empfehle Ihnen, gucken Sie auf die Wand, gucken Sie auf die Felsen. Das hat bis jetzt noch nicht versucht. Der Puma wackelt jetzt um die eigene Achse, versucht so die Aufmerksamkeit der PC-7 auf sich zu ziehen. Das hat immer noch nicht funktioniert. Sehen Sie,
Go Flares or Warning Burst with Flares. Das heißt, es wird jetzt ein Warnschuss abgefeuert, um dem Flugzeug den Ernst der Lage zu erklären. Das ist zweimal erfolgt und jetzt sehen wir, dass die PC-7 beginnt, um und jetzt signalisiert die PC-7 somit, dass sie den Super Puma folgen wird. Möchte rechts auf das Target zu bewegen und jetzt. Das vordere Flugzeug nennt man den Eigenhof. Selbstredend wird das Flugzeug. Selbstredend, der F-18-Pilot sitzt alleine im Cockpit, muss weniger interne Koordination machen, hat aber auch dementsprechend eine viel, viel größere Arbeitsbelastung, welche jetzt hier auf ihn zukommt. Man sieht wunderschön hier vorne der Eyeball, welche neben der Citation XL fliegt. Funktioniert. Er geht jetzt auf die hintere Seite, um nochmal die Immatrikulation, die Registration abzulesen und erhält innerhalb weniger Sekunden den Befehl, auch hier ein Warning Burst mit Flares auszuführen. Das heißt, auch hier wird, nachdem die Funkaufnahme und die optische Aufnahme mittels Flügelwackeln nicht funktioniert hat, das Flugzeug mittels Warnschuss daran erinnert, dass es jetzt die letzte Möglichkeit ist zu gehorchen, ansonsten man andere Mittel anwenden müsste. Flares, immer, jetzt, der nächste Punkt ist, dass man über die aktive Piste des Internierungsflugfeldes oder Flughafens fliegt und dem Pilot zeigt, hier musst du landen. Das aktive Flugfeld oder der Flughafen supponieren wir hier mit der Hauptangriffs- oder Anflugrichtung aus West nach Ost auf der Axalp. Das heißt, genau vor Ihnen wäre dann der Flugplatz, auf welchen die Citation landen würden. Sie sehen dann, wie das, die Hornets sich von der Citation lösen, um einen gefahrlosen Anflug für die Citation möglich zu machen, und aber über ihr bleiben, bis das Flugzeug sicher am Boden ist. Das ist das Standardprozedere, das nicht nur wir hier in der Schweiz so abfliegen oder durchführen, sondern das ist international. Sehen Sie beide Einsatzporter hoch über uns. Die ersten Springer haben Porter Uno verlassen. Nach kurzem Freifall sind somit die ersten Botschafter der Swiss Paravings mit ihren militärischen Einsatzschirmen zu uns unterwegs. Sie sind aus 3000 und die erste Patrouille wird die Krete hier beim Jingle, Entschuldigung, bei KP überfliegen und anschließend weiter unten im Tal landen. Die Swiss Paravings sind eine reine Milizeinheit und wie auch die legendäre Fallschirmaufklärer Kompanie 17 militärisch dem Kommando Spezialkräfte unterstellt. Im Einsatz hingegen operieren wir direkt mit der Luftwaffe.
All teammates are conscripts of the Swiss Army, and most of them come out of the Parachute Scout Company 17. Viele der Swiss Paravings sind aktive Angehörige der Armee und die meisten kommen aus der Kompanie 17. Zu uns gehören aber auch militärische Wettkampfspringer aus dem Zisenkader der militärischen Nationalmannschaft. Grundvoraussetzungen, um bei den Swiss Paravings aufgenommen zu werden. Die Packung, die unsere Faschimaufklärpatrouille mit sich trägt, ist bemerkenswert. 65 Kilo schwer, bestehend aus Waffen, Munition, Nahrung und Ausrüstung, um bis zu 10 Tagen autonom überleben zu können. In der Valley. Le premier lieutenant Gigax à rassembler sa patrouille pour atterrir plus bas dans la Valley. Der anschließende Überflug hier über die Kräte beim Kape sieht zwar spielerisch aus, ist aber höchst anspruchsvoll. Wir können also keinen zusätzlichen Schub geben und müssen Distanz, Höhe und Wind perfekt abschätzen. Und wenn hier nun die erste Patrouille mit Oberleutnant Gigax, Wachmeister Maubach und Oberleutnant Fritsche mit einem Zuwinken verabschieden, richten wir unsere Blicke wieder hinauf an den Himmel mit ihren grauen Einsatzschirmen, den Fahnen, Spezialkräften und der Luftwaffe. Diese zweite Patrouille in zwei Patrouille aufteilen, somit sie den Jingle einerseits auf der rechten Seite überfliegen kann. Graue Schirme bedeutet, sie sind schlecht sichtbar und genau das ist die Absicht. Das unbemerkte Infiltrieren hinter gegnerische Linien. Denn den härtesten Teil ihrer Mission leisten die Faschimaufklärer nach der Landung. Ihr Auftrag ist die Beschaffung von strategischen Nachrichten für die Armeeführung. Zum Beispiel Informationen über Truppenstärken, Transportmittel, Einsatzpläne etc. Die Faschimaufklärer folgen bei Tag oder bei Nacht, überfallartig aus ganz tiefen Höhen oder mit Sauerstoff aus über 7000 Meter mit Gleitdistanzen von bis zu 60 Kilometern. The Parachute Scout Company 17 is designed for intelligence gathering. The missions take place day or night from very low altitudes as a raid of up to 60 kilometers. La mission de la compagnie des éclaireurs parachutistes 17 est de recueillir des informations stratégiques pour le commandement de l'armée. Leur mission se déroule de jour comme de nuit, depuis de très basses altitudes comme Euret, ou depuis de plus de 7000 mètres distance jusqu'à 60 kilometers. So aufregend es ist, im freien Fall und am offenen Schirm zu fliegen, den wichtigsten und härtesten Teil leisten die Faschimaufklärer nach der Landung. Im Einsatz müssen sie bis zu 10 Tagen autonom im feindlichen Gebiet agieren können. Und nun ein emotionaler Moment mit Oberleutnant Lucio Wieland unter seinem RA 360 Schirm hängend und der Präsentation der Landesfahne über der Axalp. Die Schweizer Fahne ist ein guter Moment, sich darauf zu besinnen, dass die Armee einen wichtigen und noblen Auftrag hat, nämlich die Schweiz und deren Luftraum über der Schweiz zu schützen und zu verteidigen. The flyby with the Swiss flag is a good moment to reflect on the fact that the Swiss Army has an important and noble mission, that is to protect and defend our country. Genießen wir das wunderschöne Bild, das Oberleutnant Wieland für uns speziell an den Himmel malt. Unser Dank gilt auch unseren beiden Piloten, den Hauptmännern Urs Wieser und Reto Seipel. Hoffen wir, dass sich Bruno nicht geflogen hat. Er ist nicht zu sehen. Dann richten wir unser Augenmerk Hauptmann Urs Wieser, der hier einen wunderschönen Überflug für uns präsentiert.
wir auch hinzu, so wie es für uns tut. Und da höre ich etwas, und von hinten, ja, er hat das doch noch gemacht. Verabschieden sich die Swiss Paralympics herzlich und sagen auf Wiedersehen. Au revoir, sagen wir jetzt hier vorbei und geben zurück an dich. Herzlichen Dank, Oberst Pascal Hunziker. Herzlichen Dank dem Swiss Paralympics. Jawohl, genau. Herzlichen Dank auch für den Applaus. Wir leiten den weiter. Und auch noch weiter. Schauen Sie Richtung Westen. Ein angehender Militärpilot, Bereich Jet. Im Lauf seiner Karriere fliegt vorweg die PC-7, dann danach die PC-1. Das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe symbolisiert Dynamik, Eleganz und Präzision vorgenommen. Und somit sind wir mit einem Glascockpit ausgerüstet und können jetzt die jungen Piloten bestmöglich auf die PC-21 vorbereiten. Wir sind bereits beim letzten Überflug und jetzt zeigen wir Ihnen dreimal eine Gimbal. Zuerst von der PC-21. Setzt sich aus bekannten Akrobatik und Kampfkünsten zusammen. In welchem Geschwindigkeitsbereich man fliegen muss. Das Swiss Running Discipline Team
sehr beeindruckendes Manöver. Ist der Pilot der PC-21 hier. Die PC-21 besticht nebst ihrer Performance diese hier. Also, die Bordcomputer, das Cockpit-Layout zum Beispiel, hat den Ausblick hier. Die Ops der PC-21 anschauen, dann sind die sehr, sehr ähnlich und sehr gut vergleichbar mit den Operationen auf der F-18 Hornet. Das heißt, der ganze Briefing-Cycle, der Schritt ist nicht mehr so groß. Früher haben wir von Propellerflugzeugen zum Beispiel den direkt PC-7 auf den PC-21 und dann von dort aus auf die F-18 Hornet. Le Pilatus PC-21 est un avion d'entraînement monomoteur à turbopropulseur. Le cockpit est très similaire à celui du Pilatus. Celui dans lequel il travaillera plus tard pour la mission. Nous exploitons le PC-21 50% moins que son prédécesseur, le F-5, qui est effectivement. L'avion a été entièrement développé en Suisse, ce qui est une pure Swissness, mesdames et messieurs. Bei der Flugvorführung des PC-21 und der Patrouille Suisse auf der Axalp sind dem fossilen Kerosin. Das ist eine CO2-Emission mindestens 40% gegenüber 2001 reduzieren wird. In Zukunft soll der nachhaltige Treibstoff mit sämtlichen Luftfahrzeugen der Luftwaffe eingesetzt werden. Da dieser Treibstoff aber heute auf dem Weltmarkt noch nicht genügend verfügbar ist, sieht die Luftwaffe eine schrittweise Erhöhung des Anteils vor, der dem Kerosin beigemischt wird. Zusätzlich auch ein Simulator ist. Also der Fluglehrer auf dem hinteren Sitz kann dem Flugschüler auf dem vorderen Sitz fiktive Ziele. Stampa, vielen Dank, er winkt mit den Flügeln, das war sein letzter Flug. Der Einsatz wird die Vorbesprechung mit dem Geländemodell im Maßstab 1 zu 10 oder sogar 1 zu 1. Hier ist die Verfügung stehende Zeit. Der Absetzer. Es spricht sich mit dem Kreis und der Pilote besitzt sich jetzt mit dem Wissen. Thank you.
Einsatz der Panzerfaust 95. Und dieser Einsatz gehen wir davon aus, dass die Team des Verteidigungs sind hier organisiert. Ist der Verteidigungs und wir in der Zimmerfaust. Wir haben die vier M. Mensch, Material, Munition und Wissen. Aufzunehmen. Und jetzt ist der Puma im Anflug. Wir können das Seil operieren in Ruhe, sondern jetzt kommt ein anderes Mittel. Die Extraction Work. Darin sind Leinen eingewoben, Schlaufen eingewoben und dort hängen sich die Gruppen ein. Sie kontrollieren einander und geben mit Handzeichen dem Absetzen. Jetzt die Aufstellung sind sicher. Das ist die Welt dieser Grenadiere. Die Geschwindigkeit ist ungefähr 60 Knoten, haben wir vorhin gelernt, also ungefähr 100 Kilometer pro Stunde hier am Seil hängend über dem Tal. Eine außerordentliche Leistung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe viele Hände gesehen und ich bin ganz sicher, unsere Grenadiere haben es auch gemerkt. Herzlichen Dank auch für den Applaus. Fans, im Namen der Schweizer Armee und der Schweizer Luftwaffe sowie der Patrouille Suisse begrüße ich Sie sehr herzlich hier auf der Axalp zum diesjährigen Fliegerschießen. Neben mir der Kommandant der Patrouille Suisse, Oberstleutnant Nils Hämmerli, mit Fliegercallsign Jamie. Er leitet und überwacht als Kommandant vom Boden die Formation der geschätzten Zuschauer. Mea culpa maxima. Leider muss ich Sie in links fliegt der Tiger Trey, am Steuer Major David Pereira alias Pepe. Hauptberuflich arbeitet Pepe in der Einsatzzentrale Luftverteidigung. Gleichzeitig ist er auch Fluglehrer auf dem FA-18 Hornet. Für die Symmetrie der Formation Bigfoot fliegt die Position Tiger Cinque und ist zweiter Solo-Pilot. Bigfoot mit richtigem Namen Lucas Nannini ist Major und in seiner militärischen Milizfunktion Kommandant der Fliegerstaffel 6.
Der sechste im Bunde der Patrouille Suisse ist Major Martin Scher, alias JD. Seine Position ist Tiger Sexy. In seinem Solo-Programm wird er Ihnen, geschätztes Publikum, zeigen, über welche fliegerischen Fähigkeiten ein Kampfjet-Pilot der Patrouille Suisse verfügen muss. Thank you.
Back to the main formation coming from the right side from west. Back to the four-ship formation. Ja, aber ich komme nicht mehr drauf. Aber egal. Wir sind schon fast am Ende der heutigen Absalz. Oh, egal, ich 2 Tage auf YouTube log ich mich. Eine kleine administrative Wendung noch. Zwischen dem Heli-Landeplatz und dem Kape wurde ein Brillen-Etui angegeben, ein blaues Brillen-Etui. Also wenn jemand der geladenen Gäste ein blaues Brillen-Etui vermisst, es wäre dann bei mir. Ich bitte die geladenen Gäste, sich bereits jetzt zum Gate zu begeben. We're about to wrap up today's Absalp Flying Air Show. From the west, you may see the silhouettes of the 5 Super Puma and Cougar helicopters. Their flyby will indicate the end of the day's show program. Ja, Air Spirit wurde bereits erwähnt, meine Damen und Herren, nächsten Jahr keine Flugvorführung hier auf der Axalp. Dafür am 30. und 31. August 2024 in Emmen. Wir zeigen Ihnen da, wie die Luftverteidigung der Zukunft aussieht. Ebenfalls feiern wir Air Spirit 24.ch. Die 24 ist in Zahlen geschrieben, also Air Spirit 24.ch. L'an prochain, les démonstrations de vols sur la Xalpe Impulse seront remplacées par la manifestation Air Spirit 24 qui donnera l'occasion aux forces aériennes de présenter la défense aérienne du futur le 30 et le 31 août. Spectrum, unsere Luftwaffe, ihre Verteidigungsfähigkeit, den Operationen und Teilen der Armee zeigen zu können. Ich hoffe, Ihnen hat das ebenso Spaß gemacht wie uns. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, welche zu Fuß den Weg nach die Impfung gefunden haben, wünschen wir einen sicheren und unfallfreien.
Part en fumée, tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, les oublis, mais c'est l'aller nulle part, la question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens, il y a quelques des fois, quand je rentre à la maison. Ja, 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 ja